ein M&M mit einem großen Teig X drüber. Das ist Hot Cross Bun aus Australien. Ja, diese Version erinnert, wie ihr oben sehen könnt, an ein Hefegebäck, was wohl bei uns an das Osterlamm erinnern soll, was man ganz normal beim Bäcker und Co. kaufen kann. Mal gucken, ob es hier wirklich einen Teiggeschmack gibt oder ob es einfach nur nach einem M&M schmeckt. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann hattet ihr es gesehen. M&M's Hot Cross Bun. Was ist das? Ja, ich hatte es angedeutet oder gesagt, dass Streuen nach einem Teiggebäck schmecken. Was in Australien wohl Standard ist, Hot Cross Bun gibt es wohl da regelmäßig. Ja, was soll Hot Cross Bun sein? Hot Cross Bun ist ähnlich dem Osterlamm, also dieses Gebäck, was wir in Deutschland auch haben. Da soll es in die Richtung gehen, in diese Richtung Osterlamm. Aber, ganz wichtig, Flavor. Wie immer, diese Flavor-Geschichte, muss ich sagen, von M&M's haben mich bisher alle nicht wirklich überzeugen können. Die haben meistens genau nach dem geschmeckt, wie die Standard-M&M's einfach immer nur waren. Langweilig halt. Also nach der Standard-Geschmackssorte, wo ich mich immer frage, lohnt es sich, die dann zu kaufen? Naja, die sollten also so ein bisschen Ofenbrötchen, Ofengehefegebäck so ein bisschen schmecken. Geruchlich riecht es wieder ein bisschen anders als normale M&M's. Ihr könnt euch das jetzt gleich angucken. Wie gesagt, hinten stehen auch ganz viele Zutaten und extra Nummern drauf und E-Nummern und schieß mich tot. Kalorien hat das Ding 500... Ne, das ist ein Kilojoule. Wie viele Kalorien hat denn das? Keine Ahnung, ihr guckt euch das gleich selber an. Guckt einfach selber auf die Zutaten-Nährwerte. Wir gehen nämlich jetzt direkt in die Nahaufnahme, weil wir brauchen hier nicht viel drum herum reden. Ihr guckt es euch einmal kurz an, dann probieren wir es und dann schauen wir mal, ob es denn überhaupt schmeckt. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, hier sind sie, die Hot Cross Bun. So sehen sie von außen aus. Also das sind die drei Farben, die da drin sind. Und von innen. Ups, sieht das der Fokus? Jetzt hat das. Kann man halt nicht viel sehen. Sieht einfach aus nach Schokolade. Es ist halt nur dieses Flavor, was es haben soll. Der Fokus kann das auch gar nicht richtig fixieren. Hier seht ihr die Zutaten und die Nährwerte. Und jetzt gehen wir wieder rein und probieren es direkt. Ja, und wir sind zurück und jetzt wird es probiert. Wie gesagt, optisch habt ihr nichts großartig gesehen. Ich habe, glaube ich, auch keins mehr hier. Das eine ist mir gerade runtergefallen, dann habe ich das weggetan. Ich probiere jetzt die mal aus, weil ich brauche mal jede Farbe. Ja, aber die Zuckerglasur wird ja keine Farbe haben. Die Zuckerglasur wird keine Farbe haben. Ja, das war blöd. Die Zuckerglasur wird keinen Geschmack haben. Aber ich probiere direkt mal alle drei zusammen. Die schmecken überhaupt nicht. Also wenn das Hefegebäckgeschmack sein soll. Also ich probiere es nochmal. Am Anfang schmeckt es halt wie ein M&M. Und dann kommt ein ganz komischer, herber Geschmack. Das ist ja kein... Also wenn das Hot Cross Bun ist, ist das Hot Cross Bun ekelhaft. Aber das schmeckt überhaupt nicht. Sorry, also da kann ich nicht mehr die Tüte aufessen. Die schmeiße ich jetzt gleich zu mit meinem Vakuumierer. Dann ziehe ich hier einmal kurz ein kleines Mini-Vakuum rein und mache da die Naht hier oben wieder zu. Und die kann dann am Montag oder Dienstag irgendeiner im Büro probieren. Vielleicht mag das da einer. Ich finde es ein Flop. Ich würde es mir auf keinen Fall wiederholen. Ist für mich ein bisher, glaube ich, mit die schlechteste M&M-Sorte, die ich je probiert habe. Also ich hatte noch nie so schlechte M&M's. Da fragt man sich echt, wer entwickelt das und wer findet das geil. Also, totaler Flop, punktemäßig 0. 0 von 5 Punkte. Überhaupt nicht lecker. Also, wie gesagt, nur am Anfang ganz kurz leckerer M&M's-Geschmack und dann kommt dieser komische, fiese Nachgeschmack und danach bist du raus. Also, sehr schlechte Version, auf keine Kaufempfehlung. 0 Punkte, so ehrlich muss man sein bei solchen Produkten. Das wisst ihr ja, ich rede hier nichts gerne schön bei irgendwelchen Produkten. Wenn ein Produkt scheiße ist, ist es scheiße. Und das gehört in die Kategorie der schlechtesten Produkte, die die Foodschau mit getestet hat. Ja, wir sehen uns in eines der nächsten Videos wieder. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt. Die Version, wie gesagt, ich rate euch nicht zwingend, aber ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns also in eines der nächsten Videos bei der Foodschau. Vor mir stehen hier noch ein paar Sachen, die ich jetzt gleich weiter für euch teste. Seid also gespannt, was so noch kommt in den nächsten Tagen. Darum, bis denn. Ciao, euer Bob.